Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren ersten Kanal. Ja, in diesem Video werden wir uns heute um die ersten Animationen in unserem Kinofilm kümmern, beziehungsweise werden wir uns um die Kamerafahrten in unserem neuen Kinofilm kümmern. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen auch sofort los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, wie ihr seht, habe ich auch ein bisschen an den Kulissen hier weitergearbeitet und ja, das Haus ist mittlerweile fertig. Eingerichtet habe ich bis jetzt nur die untere Etage, weil die obere Etage eigentlich nicht so wirklich einen Sinn hat einzurichten, weil man die eh nicht sehen wird. Und ja, ich habe hier zur Darstellung von den Forschern später einmal ein paar Armors gesetzt und habe die unter der Bühne, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erkennen, ich gebe mir mal eben Night Vision, habe ich bereits die Strecke, die unsere Kamerafahrt ablaufen soll, nachgestellt. Und ja, hier vorne seht ihr einen Kürbis, der zeigt in Richtung Norden und der soll später ja, bewirken, dass wir so in Richtung Forscher gucken. Und ja, ich würde sagen, da ich das Ganze bereits hier ein bisschen vorbereitet habe, werden wir heute auch ein bisschen mehr schaffen. Und so, ich gebe mir mal eben eine Fackel, setze die hier hin und zeige euch mal ungefähr, wie das später aussehen wird. Mir gefällt das noch nicht ganz so wirklich, aber bis jetzt sieht das... Oh, das ist falsch rum. Warum ist das jetzt falsch rum? Das ist... Welche Richtung gucken die denn? Die gucken in Richtung Osten. Also Richtung Osten, okay. Was haben wir denn hier bei Richtung Osten? Das ist Osten. Minus 90, dann machen wir da einfach mal 90 hin. Und hier müsste dann minus... Okay, also irgendwie habe ich da wahrscheinlich was verdreht. Okay, so, jetzt passt das auch. Jetzt mir gefällt das eigentlich nicht so ganz von der Geschwindigkeit. Könnte ein bisschen schneller sein. Aber an sich ist das doch schon mal recht okay für den Anfang. Und ja, sobald wir jetzt hier auf dem Kürbis stehen, sollten wir uns dann nach hier drehen. Da ich das Ganze noch nicht einprogrammiert habe, machen wir es allerdings auch noch nicht. So, dazu kommen wir dann in diesem Video. Und jetzt will ich eigentlich mal ganz kurz sagen, kommen wir dazu, dass wir hier ein bisschen mehr Speed reinbringen. Wie schnell denn ungefähr? Ich würde sagen so 0,9, oder? Dass das kein ganzer ist, aber auch kein halber. So ungefähr mal gucken. Ja, die Geschwindigkeit gefällt mir. Ich glaube 0,1 wäre mir dann doch ein bisschen zu schnell. 0,09 gefällt mir da schon etwas besser. So. Also, wir machen jetzt hier überall 0,9 hin. Wenn wir was anderes brauchen, dann nehmen wir uns einfach ein anderes Material darunter und geben dann eine andere Geschwindigkeit an. Das ist ja alles kein Problem. Das lässt sich ja sehr schnell machen. Und, dass man aussuchen kann, in welche Höhe man gucken kann. Das nervt mich auch ein bisschen. Da sage ich einfach mal 0. Ist das ungefähr richtig? Wir sind bei... Osten, dann gehen wir hier einfach mal 0 ein und gucken jetzt einmal. Ja, 0 ist richtig, man kann seine Kamera nicht mehr bewegen. Wir gehen hier einfach durch. Und jetzt sollte man dahin gucken. Okay, so, dann brauchen wir jetzt einmal, der Kürbis guckt wohin? Der guckt in Richtung, so, Norden. Dann brauchen wir jetzt einmal den Norden. Da haben wir den Norden. Und so hängen den hier dran. Dann brauchen wir jetzt einmal Pumpkin. So. Pumpkin. Das war jetzt nicht irgendwie was Besonderes, oder? Das war einfach nur Pumpkin, oder? Oh, okay. Doch nicht. So, so. C. Moment, das war doch CU, oder nicht? Ach nee. CA. Okay. Ich habe nichts gesagt. Da, Mann. So. Das Pumpkin entfernen wir einmal. Dann haben wir nur noch zwei Pumpkins. Eins meine ich so. Okay. Dann brauchen wir statt minus 90 brauchen wir 0.
Weil es ist ja Norden. Allerdings würde ich sagen, wir machen das Ganze auf minus 14. Nee, 40 ist zu hoch. 30. Und setzen das hier auf minus 20. So, testen wir das Ganze einmal aus. Wir entfernen den Effekt mal einmal. So. Also man wird hier teleportiert. Da vorne wird man dann ungefähr spawnen, sobald der erste Storyteil fertig ist. So, man ist da und das ist komplett die falsche Richtung, komplett die falsche Höhe. Okay. So, dann einmal statt minus 30, 30 und statt minus 20, 20. So, dann den ganzen Spaß nochmal. Hier wird man ungefähr spawnen. So, wir gehen hier durch. Das ist immer noch die falsche Richtung, aber soweit schon mal alles okay. Aber Moment mal. Wir geben einfach 230 ein, dann wird das Ganze schon passen. Noch mehr ganzen Spaß. Ich glaube, 230 wäre dann doch ein bisschen zu hoch. Upsi, das war jetzt mein Fehler. So, dann sagen wir einfach mal 130. Wir beschleunigen das Ganze ein bisschen. Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. Die Höhe vielleicht ein bisschen höher, aber ansonsten war es perfekt. Okay, dann gehen wir statt 20 10 ein und dann passt das Ganze. So, jetzt brauchen wir die ersten Animationen von dem Armor-Stance. So. Ja, da sind wir. Ist das soweit gut? Das ist soweit gut. Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir uns an die Animation von den Armor-Stance. Na, nee, hier geblieben. So. So, der soll ungefähr so, nee, nee, ein bisschen so stehen. Nee, so, nein. Kriegen wir ein. Ah, okay. So. Ja, okay, das ist in Ordnung. Okay. Dann gehen wir jetzt einmal auf die Seite von MC Stacker. Das muss ich mal ganz kurz laden. Ich wechsle mal einmal auf Bildschirmaufnahme. So. Dann warten wir mal eben einmal, bis das Internet geladen hat. So. So. Da haben wir's. MC Stacker. So. Dann brauchen wir einmal Summon. Ein Armor Stand. Armor Stand. So, Summon Koordinaten, die brauchen wir auch noch. So, jetzt schieben wir das einmal wieder zur Seite. Und der soll ungefähr. Wir machen erstmal den hier, weil der ist sicher, wo der sein soll. Dann machen wir den ersten so ungefähr auf diese Koordinaten. So, dahin. Okay, dann werden das einmal die Koordinaten. Wir schieben das hier so einmal zur Seite. So, machen es ein bisschen kleiner. Und so, da haben wir es. Okay. Dann einmal 2009. 75 und 10. Die Richtung sollte, wenn ich mich nicht irre, minus 90 sein. Dann brauchen wir einmal den Tag. Das ist Forscher 1. Oder wir nennen das Ganze so wie im Script. Das Script haben wir hier. So, laut Script wäre das dann HR1. HR1. Ja, wir machen einen kleinen Buchstaben, so HR1. So, Script kann wieder weg. Now Gravity. Wir machen das so. Wo haben wir das Script? Da haben wir das Script. Oh, wir haben das Script zweimal. So. Okay, dann machen wir das Ganze RK. RK F2 unterstrich HR1. Ja, soweit richtig. Okay.
Dann brauchen wir noch Baseplate. Ja. Aber es könnte sein, dass das ein bisschen zu hoch ist. Machen wir es auf 56,8. Aber was hatten wir im letzten Video gesagt? Was haben wir da gesagt, welche Höhe das ist? Weiß ich nicht. Schmal soll er nicht sein. Aber er soll auf dem Kopf ein Player-Head tragen. Player-Head. Skull-Owner soll richterlich sein. So. Okay, machen wir wieder rein. Okay, dann kopieren wir uns das erstmal und setzen das erstmal hier in einen Command-Block ein. So, so. Ne, stopp mal, das war falsch. So. Okay, dann holen wir uns mal eben einen Command-Block von draußen. Einen leeren. So. So. Und tun den einfach mal, ne, nicht dahin, da soll der zweite hin. So, dahin. Kopieren den hier rein. So, so. So. Und spawnen den dann einmal. So, so. Das ist einmal die falsche Blick. Recht. Oh, warum leckt das gerade so? Boah. Okay, Leute, leider macht Minecraft ein paar kleine Probleme. Ich werde das versuchen, bis zum nächsten Video zu beheben. Aber ich komme jetzt gerade nur noch in das Hauptmenü hier rein. Und der Rest spinnt irgendwie total. Also, ich werde versuchen, das Ganze zu beheben. Zur Not muss ich halt neu installieren. Aber dann würde ich sagen, leider war es das dann für heute mit dem Video. Und ja, ich hoffe, ich kriege das Ganze bis morgen zum nächsten Video hin behoben. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und naja, bis dahin dann und ciao. So Leute, das war's jetzt hier vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ja, hier kommt ihr jetzt zum letzten Video und hier kommt ihr zu einem Video, was für euch abgestimmt ist. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin. Ciao!